Hey Lieben, ich bin Sophia und ich habe heute ein lang ersehntes Video für euch und zwar mein Diätvideo. Ich möchte so eine kleine Reihe machen mit allen möglichen Videos zu meiner Diät. Ich bin jetzt ja schon fast einen Monat auf Diät, einfach um die Weihnachtsfunde wieder loszuwerden und einfach mal zu sehen, was ich so alles erreicht habe, also an Muskeln und ja, einfach nur so für mich, um zu schauen, wie es so aussieht sozusagen. Jeder hat auch verschiedene Gründe, eine Diät anzufangen. Und in diesem Video möchte ich euch erstmal so einen kleinen Überblick geben. Ich habe mir eine Liste gemacht mit euren Fragen und ich habe mir meine Hacks aufgeschrieben, also sozusagen meine Tipps, was ich immer mache und was ich sehr empfehlen kann. Und natürlich gibt es am Anfang auch die Basics einer Diät. Falls ihr noch gar keinen Plan habt, was ihr machen sollt, dann helfe ich euch natürlich. Das hier ist sozusagen das Startvideo der Diätreihe. Also wenn ihr noch Fragen habt, die ich jetzt nicht beantworte oder irgendwelche Videos sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, damit ich darauf eingehen kann, damit ich dazu ein Video machen kann. Aber bevor ich euch die Information sozusagen gebe, möchte ich euch nochmal sagen, dass ich jetzt kein Ernährungsspezialist bin, dass ich das weder studiert habe noch gelernt habe, noch irgendein Ernährungswissenschaftler bin oder sonst was. Ja, die Sachen, die ich euch jetzt erzähle, das sind alles so persönliche Erfahrungen und auch Wissen, was ich mir so über die Jahre angeeignet habe. Das nochmal so als kleiner Hinweis, dass ich das eben nicht studiert habe und das ist natürlich nur so ein Tipp-Video ist sozusagen. Jeder Körper ist natürlich unterschiedlich und deswegen kann es natürlich auch sein, dass manche Sachen bei euch nicht so gut funktionieren wie bei mir und dann wieder andersrum, dass bei euch vielleicht so ein paar Sachen mega gut funktionieren, die bei mir überhaupt nichts bringen. Aber ja, jetzt starte ich auch erstmal mit den Basics. Und zwar gibt es eigentlich eine Möglichkeit, eine Diät zu machen, jedenfalls so eine, ja, offensichtliche. Nämlich, man muss seine Kalorien reduzieren. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man isst weniger oder man macht mehr Cardio oder Sport oder sonst was, damit der Körper einen erhöhten Energiebedarf hat und diese überschüssigen Kalorien sozusagen verbrennt. Ich mache zum Beispiel beides. Also ich achte jetzt darauf, dass ich weniger Kalorien esse. Ganz, ganz viele von euch haben mich gefragt, wie viele Kalorien ich denn jetzt esse und das kann ich leider auch nicht genau sagen. Ich habe das so, an manchen Tagen habe ich einfach mehr Hunger und an manchen Tagen habe ich weniger Hunger und je nachdem esse ich dann auch an einem Tag nicht so viel, dass ich dann auf meine Kalorien komme und dafür an dem anderen Tag nutze ich die ganzen Kalorien aus. Aber ich versuche zum Beispiel jetzt nicht über 1600 zu kommen, weil das mein Grundbedarf ist, wenn ich mich nicht bewege. Also wenn ich keinen Sport machen würde, wäre das mein Grundbedarf. Und wenn ich Sport mache und mich normal bewege, dann ist so 2000, 2200 mein Grundbedarf an Kalorien. Aber das solltet ihr nicht als Richtwert für euch benutzen. Es gibt unzählige Kalorienrechner im Internet. Ihr müsst es einfach nur im Internet eingeben, wie viel Kalorien braucht mein Körper oder so. Dann findet ihr ganz viele Sachen. Ich benutze dafür so eine App, die ist auch kostenlos und das ist auch jetzt keine Werbung. Die ist so ganz einfach. Ich zeige euch die mal eben. Die heißt MyFitnessPal. Die kennt ihr bestimmt auch. So ein blaues Männchen da. Und da könnt ihr zum Beispiel auch eingeben, wie groß ihr seid, wie viel ihr wiegt, wie eure Körperaktivität ist, also ob ihr zum Beispiel einen Bürojob habt und viel sitzt oder ob ihr jetzt auf dem Bau arbeitet oder euch dauerhaft bewegt und richtig anstrengende Arbeit macht. Und dann rechnet er auch eure Kalorien aus und fragt sozusagen direkt, ja, willst du abnehmen oder willst du so bleiben oder willst du zunehmen? Und dann rechnet er auch aus, wie viel weniger Kalorien ihr zu euch nehmen solltet. Aber das ist so die App, wonach ich mich so ein bisschen richte. Da habe ich jetzt so 1300 Kalorien als Limit eingegeben, dass wenn ich mein Essen eingebe, dass ich dann so langsam merke, okay Sophia, du solltest jetzt vielleicht mal langsam aufhören zu essen. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, erstmal langsam runterzugehen mit den Kalorien, weil ihr solltet euch in eurer Diät auf gar keinen Fall runterhungern oder die ganze Zeit mit Hunger und schlechter Laune durch die Straßen laufen. Das tut euch nicht gut und euren Mitmenschen tut das garantiert auch nicht gut. So, jetzt wisst ihr als erstes, was ihr bei einer Diät machen müsst, nämlich weniger Kalorien irgendwie zu euch nehmen oder mehr Kalorien verbrennen. Dann wisst ihr theoretisch, wie ihr sie ausrechnen könnt. Also versucht es mal mit dem Internet. Ich kann euch dazu aber auch noch ein Video verlinken von Philipp Zwoll. Der hat in seinem Video nämlich gesagt, wie man den Kalorienbedarf in der Diät händisch ausrechnen kann. Und ich verlinke euch unten auch noch andere Videos zu YouTubern, die ich gerne gucke für Diät oder Diätvideos, die ich angeschaut habe. Also dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass ihr in der Diät nicht alle möglichen komischen Sachen esst. Also ich bin kein Fan von diesen If It Fits Your Macros, falls ihr das schon mal gesehen habt. Aber ihr kennt vielleicht den Hashtag, habt ihr bestimmt schon mal gesehen.
Das ist einfach, dass man dann zum Beispiel eine Tafel Schokolade isst, aber es passt halt in die Makronährstoffe, also in die Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße und Kalorien, die ihr euch über den Tag so festgesetzt habt. Und dann, ja, essen das halt manche auch in der Diät. Aber ich bin da kein großer Fan von. Ich achte da wirklich drauf, dass ich in der Diät Gesundes esse, also viel Gemüse, Obst ab und zu, dann auch Fleisch und Joghurt und alle möglichen Sachen. Das seht ihr auf jeden Fall in meinem extra Food Haul Video nochmal. Aber zu den Makronährstoffen gibt es auch so ein paar Infos, die ihr wissen müsst. Und zwar könnt ihr das auch noch nebenbei ein bisschen ausrechnen. Also holt euch mal einen Zettel und einen Stift. Allgemein habe ich jetzt so gelesen oder sehr oft gelesen, dass wenn man Sport macht, dass man pro Kilogramm Körpergewicht 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß zu sich nehmen sollte. Also ich komme damit gut klar, weil ich eh Hähnchen esse oder Fleisch und auch Magerquark, Joghurt. Da ist ja auch immer sehr viel Protein drin, deswegen ist das gar nicht so schwer. An Fetten wird 0,7 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Da wird es dann schon etwas schwerer, wenn man sich vorher ganz normal ernährt hat, weil in ganz vielen Produkten wirklich super viel Fett drin ist und das merkt man gar nicht so. Also auch in vielen verarbeiteten Produkten ist ganz viel Fett drin. Wenn ihr euch mal so ein Fertiggericht gönnt, ist ganz oft ziemlich viel Fett drin oder in Joghurt oder ja, also ihr müsst da immer so ein bisschen drauf achten und erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, was überhaupt in den Produkten drin ist. Und da finde ich dieses 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Frauen schon ziemlich gut. Ich bin jetzt aber persönlich noch ein bisschen runtergegangen, dass ich so circa bei 45 Gramm Fett pro Tag bin, weil ich finde, dass dann meine Diät besser funktioniert. Aber ihr müsst halt auch aufpassen, dass ihr nicht zu weit nach unten mit dem Fett geht, weil dann bringt es vor allen Dingen bei Frauen den Hormonhaushalt durcheinander. Die Regel kann dadurch sogar auch durcheinander kommen. Also da müsst ihr echt aufpassen. Deswegen würde ich auch kein High-Carb-Low-Fett machen, dass sie nur Kohlenhydrate isst und überhaupt kein Fett. Falls ihr davon schon mal was gehört habt, ich würde es nicht machen, weil Fette halt wirklich wichtig sind. Dann solltet ihr halt keine komischen Fette essen wie Nutella, also die dann richtig ungesund sind, sondern wirklich so Avocado, fettigen Fisch, zum Beispiel Lachs oder frischen Thunfisch. Da sind zum Beispiel richtig gute Fette drin oder auch in Nüssen. Und dann könnt ihr den Rest eigentlich mit Kohlenhydraten auffüllen. Je nachdem, ob ihr dann Low Carb machen wollt oder nicht. Also ich mache zum Beispiel kein Low Carb. Ich reduziere nur etwas meine Kohlenhydrate. Also ich achte schon darauf, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag Nudeln esse. Einfach, weil die Kaloriendichte bei Nudeln extrem hoch ist oder allgemein bei sehr kohlenhydratreichen Lebensmitteln, zum Beispiel Kartoffeln, Nudeln, ja, Nudelprodukte, was gibt's denn noch so? Darauf verzichte ich schon so ein bisschen, einfach damit ich mit meinen Kalorien nicht in Schwierigkeiten komme. Das ist auch so der springende Punkt. Um mich satt zu fühlen, esse ich dann eher so viel Gemüse. Also ihr habt dann einfach so ein Füllgefühl und das finde ich halt ziemlich praktisch in der Diät, weil ihr da natürlich Kalorien sparen wollt und trotzdem satt sein wollt. Das waren jetzt erstmal so die Basics und ich glaube, ich habe schon ziemlich viel geredet, aber ich werde jetzt trotzdem mit meinen kleinen Tricks weitermachen. Und zwar ist ein mega, mega, mega Tipp oder eine Bitte an euch, erstmal viel mehr zu trinken. Wahrscheinlich haben ganz viele das Problem von euch, dass sie viel zu wenig trinken. Also ich kenne super viele Leute, die trinken nur 1 Liter am Tag und haben damit schon Probleme. Ich trinke so 7 Liter am Tag. Das ist schon recht viel, aber es gibt auf jeden Fall noch Leute, die noch mehr trinken. Ich brauche das aber auch, sonst fühle ich mich super schlapp und dehydriert, wenn ich weniger trinke. Aber beim Trinken solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr jetzt nicht Cola trinkt oder Säfte, sondern dass ihr da ungesüßtes Trinken trinkt. Zum Beispiel habe ich immer so eine fette Wasserflasche neben meinem Bett stehen. Das ist so eine Gallone und da ist einfach Leitungswasser drin. Und wenn ihr nicht so auf Leitungswasser steht, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich kann auch nicht nur Leitungswasser trinken oder allgemein Wasser. Dann finde ich diese Tees auch richtig gut. Ich habe die mal extra aus der Küche hergeholt. Das sind nämlich eine ziemliche Menge. Vielleicht kennt ihr die. Ja, und ich liebe sie einfach. Das sind nämlich von Teekanne diese neueren Teesorten. Das ist einmal zum Beispiel Blueberry Muffin. Der schmeckt dann süßlich nach Blaubeere. Und das Coole ist, dass der halt mit Stevia gewürzt ist, wollte ich sagen, gesüßt ist. Das heißt, da ist kein Zucker drin, der hat keine Kalorien und ist trotzdem schon süß. Stevia ist auch pflanzlich, also ihr habt nicht sozusagen Süßstoff da drin. Da finde ich, wie gesagt, Blueberry Muffin mega lecker. Aber ich bin in letzter Zeit auch voll der Fan
Fan von Caramel Apple Pie geworden. Ich glaube, ich habe von diesen beiden Tees bestimmt schon 50 solche Verpackungen aufgebraucht. Das sind auf jeden Fall solche Tees, die ich richtig empfehlen kann, die dann süßlicher sind. Ich trinke aber auch super gerne Brennnesseltee, der entwässert zusätzlich auch noch. Vielleicht mögen manche von euch ja Grüntee, der würde euren Stoffwechsel noch antreiben. Und apropos Stoffwechsel, ich trinke auch noch super gerne Zitronenwasser. Ich schneide mir dann einfach so 2 Zitronen auf und presse sie aus und kippe da dann 1 Liter Wasser drüber. Und dann habt ihr so ein leichtes Zitronenwasser und das kurbelt halt auch euren Stoffwechsel noch an, hat Vitamine drin und ist meiner Meinung nach auch mega lecker. Ich gebe auch zu, dass ich auch ein Fan von normalen Zero-Getränken bin. Also ich trinke auch Cola Zero, ich trinke auch Monster Energy Zero, ich trinke Eistee in Zero, ich trinke Limonade in Zero. Also es gibt ja inzwischen so viele Zero-Getränke. Ihr solltet es nur nicht übertreiben, weil ihr damit euren Körper natürlich immer ein bisschen durcheinander bringt, weil die Getränke süß sind und euer Körper dann denkt, er bekommt Zucker, aber er bekommt gar keinen Zucker. Ja, warum das Ganze trinken? Erstmal, ihr seid besser hydriert und manchmal verwechselt man auch Durst mit Hunger. Also dann denkt man erst, man hätte voll Hunger und dann muss man eigentlich nur ein bisschen was trinken und dann ist es gegessen sozusagen. Dann hatte man eigentlich nur Durst und das liegt daran, weil die meisten von uns halt mega wenig trinken. Also versucht das mal oder trinkt zu jeder Mahlzeit erstmal 2 Gläser Wasser vorweg. Dann merkt ihr auf jeden Fall schon einen Unterschied. Dann mein zweiter Tipp sind Kaugummis. Und zwar liebe ich einfach Kaugummis in der Diät. Ich werde dann immer so ein bisschen süchtig. Wirklich, das ist nur phasenweise. Wenn ich keine Diät mache, dann kaue ich auch nicht so viele Kaugummis. Aber jetzt immer, wenn ich so denke, oh, ich mache Diät, dann ist es wirklich so ein kleiner Tick von mir, dass ich Kaugummis kaue. Aber Kaugummis sind halt mega cool, wenn man Bock auf was Süßes hat, aber dann nicht was Süßes essen will. Also keine Gummibärchen oder so essen will oder einfach nach dem Mittag einen anderen Geschmack im Mund haben will, irgendwo drauf rumkauen will zur Ablenkung. Manchmal hat man das ja auch, dass man aus Langeweile isst und dann esse ich zum Beispiel auch so ein Kaugummi. Dann habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben, dass ihr viel Volumen essen sollt. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Also viel Gemüse mit hohem Wassergehalt. Das heißt Gurke, Tomaten, Salat und eher nicht Kartoffeln, Bohnen und Hülsefrüchte. Die haben nämlich eine höhere Kaloriendichte. Da müsst ihr einfach mal die Packung umdrehen und hinten drauf schauen, was da drauf steht. Dann werdet ihr auf jeden Fall Unterschiede merken und auch so langsam ein Gespür dafür bekommen, was ihr in der Diät essen könnt und was nicht oder was halt gut ist zu essen und was ihr vielleicht nur in Maßen essen solltet. Ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich noch einen Tipp für euch und zwar sind das 2 Sachen, die ich in letzter Zeit so für mich entdeckt habe, gegen Heißhungerattacken. Da habt ihr mich nämlich auch gefragt, was ich so dagegen mache, wenn ich richtig Heißhunger habe auf irgendwas Süßes oder irgendwas essen will. Entweder Kaugummis, das habe ich ja schon gesagt, was trinken oder Gewürzgurken. Ich hasse eigentlich Gewürzgurken, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie schmecken die auch inzwischen. Die haben halt so einen Eigengeschmack und sind so würzig und deswegen hat man danach nicht so schnell Hunger, finde ich. Jetzt mache ich mal mit meinem 4. Tipp weiter. Ich merke schon, das wird ein super langes Video. Aber ich will auch irgendwie auf alles eingehen, so auf alle Basics und auf alle Fragen, die ihr mir so gestellt habt. Mein 4. Tipp ist jedenfalls, alles ungesunde Essen aus eurem Haus oder aus eurer Wohnung zu entfernen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn ihr Schokolade da habt und die euch, wenn ihr mega Hunger habt, so anschaut, dann greift man einfach danach und isst die ganze Tafel auf. Das ist einfach so. Also ich kann mich nicht zurückhalten. Wenn ich irgendwas Leckeres in meinem Haus oder, keine Ahnung, neben meinem PC, wenn ich arbeite, stehen habe, dann will ich das auch essen. Und dann, ja, springt mein Kopf auch so von meinem Diätmodus raus und will das dann haben. Deswegen würde ich einfach versuchen, alles ungesund aus eurem Haus zu entfernen. Also irgendwelche Pizza, Chips, Gummibärchen, Schokolade, ungesunde Mischgetränke, wirklich alles Ungesunde. Dann so als letzten Tipp oder ja, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Das finde ich auch ganz sinnvoll, dass ihr anderen Leuten von eurer Diät erzählt. Also es klingt erstmal ein bisschen strange, aber wenn ihr so euren Freunden erzählt, oh, ich mache jetzt Diät, vielleicht kommt dabei raus, dass eure Freunde auch Diät machen wollen und das nur nicht zugeben wollten, weil es ja schon irgendwie so ein bisschen verpönt ist teilweise, dass man eine Diät macht. Also keine Ahnung, ich finde, das ist was ganz Normales, wenn man sich dazu entschließt. Man hat ja immer so persönliche Gründe, eine Diät zu machen, da soll das auch jeder akzeptieren. Aber das ist einfach so eine Sache, ja, du machst Diät. Und ganz oft ist es halt auch so, dass dabei rauskommt, dass Freunde von euch auch Diät machen oder vielleicht auch Kollegen bei der Arbeit. Und dann ist das auch so ein bisschen cooler,
weil man kann dann so zusammen Diät machen und sich so gegenseitig motivieren. Ihr könnt euch auch Motivation von Instagrammern holen oder Bloggern oder YouTubern, so wie mir. Also ich hoffe natürlich, dass ich euch auch motivieren kann. Und das ist auf jeden Fall ein ganz großer Tipp von mir, dass ihr euch wirklich jeden Tag aufs Neue irgendwie motiviert, euer Ziel nochmal vor Augen ruft, nochmal daran denkt, warum ihr das macht, warum ihr abnehmen wollt, warum ihr definierter aussehen wollt, warum ihr Sport machen wollt, warum das alles. Zieht das auch durch und dann schafft ihr das. Und wenn ihr das halt noch anderen Leuten erzählt, dann kommt auch so ein bisschen Druck von außen. Also ihr baut euch selber sozusagen Druck auf. Wenn ihr anderen erzählt, oh, ihr macht Diät, und wenn die dann sehen, dass ihr da eine Tafel Schokolade esst, dann sagen die schon, hä, du machst doch Diät, warum isst du jetzt Schokolade? Dann hat man halt so einen Drang, dass die Leute, die um einen rum sind, die wissen, dass man Diät macht, dass sie das auch sehen. Das habe ich zum Beispiel auch. Ich habe auf Instagram so ein Anfangsbild gepostet. Ich habe auch noch ein, das sieht so schlimm aus, ich habe auch noch ein Foto gemacht, so am Anfang meiner Diät. Und dann, ja, mache ich jetzt immer so schrittweise Vergleichsfotos in der gleichen Pose, wo ich Veränderungen sehe. Und das ist wirklich auch super motivierend. Und man sieht halt so die Erfolge, also man kontrolliert sich da so ein bisschen selbst. Aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das in die Kommentare, dann gehe ich da in den nächsten Diät-Videos drauf ein. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht Diät macht. Ja, ihr könnt mich auf jeden Fall auch auf Instagram verfolgen, da habe ich auch so einen Hashtag. Da wäre es mega cool, wenn ihr vielleicht den Hashtag SuperSophiaDiät benutzen könnt, weil der wurde noch gar nicht benutzt vorher und ich dachte mir so, okay, vielleicht haben ja wirklich manche von euch Lust mitzumachen und dann können wir so gegenseitig immer den Hashtag angucken und uns dann so gegenseitig motivieren. Ich fände es auf jeden Fall mega cool, wenn ein paar von euch mitmachen würden und dann unter dem Hashtag auch was posten würden. Ja, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, falls es euch gefallen hat, um meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!